Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte nehmen Sie eine aufrechte Position. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie eine aufrechte Position ein und setzen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play GTA 3 mit eurem Shithead. Und ja, es ist unglaublich. Es ist wirklich eine neue Aufnahmesession. Wie ihr vielleicht sicher bemerkt habt. Und ich habe mal wieder vercheckt, was wir als letztes gemacht haben. Was aber gut ist, wir haben hier ein Auto, ein Fahrzeug, ja. Mit dem wir bestimmt irgendwas machen können. Fahren. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal so ein bisschen eine Special-Spezialfolge. Und werde ein paar versteckte Päckchen einsammeln. Und jetzt werde ich aber nochmal ganz kurz einen kleinen Cut machen, weil sich meine Frames wieder nicht einkriegen. Und wir sehen uns dann gleich wieder und hören uns gleich wieder. Bis dann, Leute. Und da sind wir wieder zurück, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe vergessen, dass man hier nicht auf die Karte gucken kann. Aber ich werde jetzt mal so ein bisschen durch die Stadt fahren, werde ein bisschen was davon erzählen. Werde euch ein bisschen was erzählen. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal eine Prostituierte mit. Einfach so, weil wir es können. Und fahren mal mit der zu einem kleineren, abgelegeneren Ort. Am besten einer, wo wir nicht angeschossen werden. Schwierig zu finden hier in Liberty City für uns im Moment, da wir ja so gut wie mit jedem Stress haben. Was uns aber nicht den Spaß daran nehmen wird, ist dieser Nutte zu besorgen. Ja. Entschuldigt meine etwas aggressivere Wortwahl, aber ich reg mich gerade auf, dass es nur mit 20 Frames läuft. Das verstehe ich gerade nicht. So, was ist jetzt los hier? Die zieht uns Geld ab, obwohl überhaupt keine Action stattfindet hier oder was? Was soll das denn bitte? Hallo? Früher hat die Kiste noch gewackelt, als die Action losging. Ey, willst du mich verarschen oder was? Wo willst du hin? Echt? Lässt noch nicht mal mein Geld wieder fallen oder was? Darf ja wohl nicht wahr sein. Super. Dann war das schon mal nichts. Finde ich auch klasse. Dafür können wir das Radio jetzt wieder anmachen. Ja, dann fahren wir mal erstmal eine Beule in unser Auto. Das wollte ich sagen. Und genau das wollte ich machen. Nein, dann werden wir jetzt mal etwas weiter nach hinten in die Stadt fahren. Wo ich nämlich ganz genau weiß, wo ein verstecktes Päckchen ist. Dann fangen wir damit doch am besten schon mal an. Boah, ich hasse Fraps. Ich hasse Fraps. Leute, wisst ihr was? Ich werde mir mal kurz eine neue Aktualisierung von Fraps runterladen und dann sehen wir uns gleich wieder. Es war jetzt wieder ein Cut. So, und da sind wir wieder mit der neuen Version von Fraps, mit der 3.5.9. Ich hatte noch die 3.5.4. Fragt mich nicht warum, aber das war halt einfach so. Aber es hat sich auch nicht wirklich verbessert, also ich habe immer noch Frame Drops, keine Ahnung warum. Vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich, dass meine Festplatte verdammt voll ist. Und dass es dadurch ein bisschen ruckelt. Eine Möglichkeit, die ich auch nochmal ausschöpfen werde. Also werde ich nochmal einen kleinen Cut machen. Also besteht die Folge im Prinzip fast nur aus Cuts. Aber das ist egal. Wir nehmen ja ein bisschen länger auf. Also sage ich wieder mal bis gleich. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 3. Ihr habt in den ersten 4 Minuten dieser Folge gesehen, dass ich ziemlich oft die Aufnahme beenden und wieder anfangen musste und so weiter und so fort.
zwischen dieser einen Aufnahme, also zwischen den ersten 4 Minuten und dieser Aufnahme, die jetzt hier gerade läuft, sind 4 Tage vergangen, glaube ich. 4 Tage ungefähr. Und ja, ich hatte einfach keine Lust, weil das Spiel nicht so wollte, wie ich wollte. Und ja, da bin ich schon ein bisschen aggressiv geworden. Aber jetzt geht's halt weiter. Aber der Plan bleibt auf jeden Fall. Wir werden uns ein bisschen durch die Stadt bewegen und ich muss gucken, dass ich mir irgendwie eine Uhr aktiviere oder so und wenigstens weiß, wie viel Uhr wir haben, weil ich später noch Half-Life aufnehmen wollte. So, jetzt haben wir's. Alles klar. 10.26 Uhr. Am Morgen. Passt ja. Gut. Irgendwie muss ich immer, wenn ich eine GTA 3 Aufnahme starte, husten. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Na gut, okay, wir können ja jetzt. Könnt ihr mir mal irgendwie aus dem Weg gehen hier? Ja, selber schuld. Also wir werden ein bisschen durch die City fahren und ein bisschen gucken, dass wir ein paar Päckchen finden und sowas. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die Päckchen sind. Aber ja, das wird schon. Und ich habe auch rausgefunden, woran es lag, dass die Aufnahme nach einer Zeit immer so geruckelt hat. Und zwar lag es wirklich an meiner externen Festplatte, weil zu wenig Speicherplatz frei war. Irgendwie unter 100 GB oder so, dann fängt das Ding an Faxen zu machen. Und dann habe ich erstmal alles runtergeschmissen, also eine Sicherheitskopie gemacht und habe das Ding mal formatiert und jetzt habe ich wieder halt die kompletten 400, also 500 GB Festplatte ist das und 456 habe ich jetzt noch frei, weil ich halt noch ein paar andere Folgen und so ein Kram da drauf habe und jetzt läuft es wieder echt flüssig wie Butter. Ist der Bulle mir gerade hinten reingefahren? Und ja, also das erstmal dazu. Es kann sein, dass es vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen Ach, fuck. Dass es hier und da vielleicht noch ein bisschen ruckelt, aber man kann ja nicht alles haben. So, wir machen uns auf die Suche nach ein paar versteckten Päckchen. Ich wollte eigentlich so eine Karte ausdrucken, habe aber dann gemerkt, als ich die Karte gefunden habe und die auch ausdrucken wollte, dass ja, meine Druckerpatrone irgendwie leer war. Weiß ja gar nicht, wie sowas passieren kann. Warum fährt das Auto da halb auf dem Bürgersteig? Und ich kann hier auch im Moment kein Auto Hier ist ganz schön viel Polizeiaufgebot. Ja, meine Druckerpatrone war halt leer und deswegen konnte ich das nicht ausdrucken. Ja, so ist das Leben. Macht man nix. Aber es gibt Schlimmeres. Und ich will jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass ich ein paar versteckte Päckchen finde. Ich weiß nicht, ob unten in der U-Bahn welche sind, aber ich muss jetzt auch erstmal gucken, dass die Polizei verschwindet. Also der Polizeistern, so, der ist weg. Und dann können wir ja mal unten in die U-Bahn gehen. Ich glaube, wir können sogar auch mit der U-Bahn fahren. Na, wir stecken die Waffe einfach mal weg. Und dann gucken wir mal, wie das hier läuft. Ich meine auch in der ersten Stadt, also im ersten Stadtgebiet, dessen Namen ich immer wieder vergesse, wäre auch unten an der U-Bahn ein verstecktes Päckchen. Wir können einfach mal auf die andere Seite gehen. Ist auch komisch, dass hier unten nichts los ist. Also hier ist auf jeden Fall nichts. Ich will jetzt mal so ein paar versteckte Päckchen sammeln. Ich weiß gar nicht, ob die U-Bahn jetzt kommt. Hier unten. Ich glaube, ich höre was. Da ist sie. So, jetzt muss nur noch die Frage geklärt bleiben, ob wir damit auch fahren können. Ja, wir können damit fahren. Dann machen wir doch mal eine U-Bahn-Rundfahrt. Gucken, wo ich jetzt lande. Ich müsste eigentlich in der ersten Stadt landen, weil die dritte ist ja noch nicht freigegeben. Jetzt lasse ich natürlich mein Auto da stehen, aber es gibt Schlimmeres.
Sowas müsst ihr ja auch mal gesehen haben, wie man hier mit der Bahn fahren kann. Das war damals etwas, was auf mich wirklich verdammt geil gewirkt hat, dass man halt mit einer U-Bahn fahren kann, durch die verschiedenen Städte, mit Booten und so weiter und so fort. Wie gesagt, das Einzige, was halt wirklich gefehlt hat, war ein vernünftiges Flugzeug oder ein Hubschrauber, mit dem man fliegen konnte. Aber das mit den Hubschraubern wurde ja dann in Vice City gefixt. Oder vielmehr gesagt, dazu getan. Und in San Andreas konnte man ja dann eh alles machen, also von daher. So, wo sind wir jetzt hier? Ich glaube, das wird jetzt unten angezeigt. Wir sind Francis International Airport. Hä? Aber das kann doch gar nicht sein. Moment. Der Flughafen ist doch in der dritten. Ah ja, man versteckt das Päckchen, okay. Aber der Flughafen ist doch in der dritten Stadt. Heißt das, dass wir jetzt gleich da vor verschlossener Tür stehen werden? Moment mal kurz, Leute.